Sound macht 50% des Filmerlebnisses aus. Dieses in der Filmwelt recht bekannte Zitat ist von niemand Geringerem als George Lucas, der Schaffer des Star Wars-Universums und Regisseur der ersten 6 Filme. Jeder und jede von euch wird wahrscheinlich sofort einen Klang im Ohr haben, wenn ich von Lichtschwertern spreche, von Wookies oder auch von Blasterpistolen. Verantwortlich für all diese bekannten Sounds ist der Sounddesigner Ben Bird. Heute, in einer Zeit von künstlicher Intelligenz, erscheint es umso beeindruckender, was Ben Bird vor fast 50 Jahren mit vor allem analogen Mitteln alles geschaffen hat. Ein Beispiel davon wollen wir euch heute zeigen. Den Blaster. Mittlerweile aus Science-Fiction-Filmen und Serien gar nicht mehr wegzudenken, hat Ben Bird damals einen genial einfachen Weg gefunden, diesen Klang zu kreieren. Alles, was ihr dazu benötigt, ist ein kleines Aufnahmegerät, da könntet ihr theoretisch auch euer Smartphone verwenden, und das hier, eine Metallspirale. Schauen wir es uns mal genauer an. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Als erstes sucht ihr euch eine möglichst ruhige Umgebung, um keine Nebengeräusche aufzunehmen. Am besten auch Tür schließen, falls ihr Vorhänge habt, die zuziehen. Alles, damit der Raum so sauber wie möglich klingt. Dann hängt ihr die Spirale auf, entweder horizontal oder vertikal. Hauptsache, dass ein Großteil der Windungen von der Spirale frei schwingen kann. Versucht die Spirale gut zu befestigen und zieht sie dann auch etwas auseinander, damit die Windungen etwas Abstand voneinander haben und nicht die ganze Zeit bei der Aufnahme gegeneinander prallen. Und jetzt könnt ihr unterschiedliche Punkte an der Spirale testen und da mal ein bisschen dagegen schlagen. Ihr könnt auch unterschiedliche Gegenstände verwenden und schauen, wo der Klang für euch am besten ist. In der Regel werdet ihr die besten Resultate kriegen, wenn der Anschlagpunkt etwas weiter entfernt vom Ende der Spirale ist, damit der Schall erst etwas durch die Spirale wandern kann. Wenn der Klang bei euch etwas zu leise ist, wie bei mir hier gerade, dann könnt ihr einen Plastikbecher oder was Ähnliches nehmen und am Ende der Spirale befestigen. Das dient dann wie ein kleiner Klangtrichter und der Schall kommt oben aus der Spirale noch etwas gerichteter und verstärkt heraus. Spannend, wie einfach das geht, aber warum funktioniert das eigentlich? Wie kommt dieser Klang überhaupt zustande? In der Akustik spricht man hier von Schalldispersion. Ganz einfach runtergebrochen bedeutet das: Schallwellen breiten sich unterschiedlich schnell aus, je nachdem durch welches Medium sie wandern, bei welcher Temperatur oder auch welche Frequenz sie haben. In so einer langen, dünnen Metallspirale wandern die hohen Frequenzen dann schneller als die tiefen Frequenzen. Platzieren wir das Mikrofon jetzt in etwas Entfernung vom Anschlagspunkt, dann hören wir erst die hohen Frequenzen und dann die Tiefen, wie sie das Mikrofon erreichen. Da das innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit passiert, kriegen wir dann eben diesen bekannten Sound, dieses Piu, wo erst die hohen Frequenzen und dann die tiefen Frequenzen beim Mikrofon ankommen. Wenn ihr eine Audiobearbeitungssoftware habt und diesen Klang jetzt noch ein kleines bisschen verbessern wollt, dann hier noch 3 schnelle Tipps, wie ihr das machen könnt. Tipp Nummer 1, schneidet Nebengeräusche vor und nach dem Sound weg, damit der Klang selbst so sauber wie möglich ist. Wenn ihr ein professionelles Audiobearbeitungstool habt, dann könnt ihr auch ein bisschen vom Hall entfernen, damit der Sound wirklich so clean wie möglich ist. Zweiter Tipp, mit einem Kompressor könnt ihr den Klang noch etwas kraftvoller wirken lassen. Die lauten Stellen werden dabei etwas leiser gemacht und am Ende das gesamte Signal wieder ein bisschen lauter. Dadurch gleicht sich insgesamt die Lautstärke von diesem kleinen Ton ab und es klingt insgesamt mit ein bisschen mehr Punch, einfach ein bisschen stärker. Und der dritte Tipp, wenn ihr die Geschwindigkeit und die Tonhöhe von eurem Blaster-Sound dann noch ein bisschen verändert, könnt ihr unterschiedliche Varianten abspeichern und damit habt ihr, wenn ihr mehrere nacheinander abspielt, noch einen etwas realistischeren, natürlicheren Sound, weil nicht jeder Blaster-Sound dann genau gleich klingt. Diese Tipps könnt ihr in nahezu jedem Audioprogramm vornehmen, egal ob Audacity, Logic Pro, Audition oder sonstiges, egal was ihr habt. Fast alle dieser Programme bieten die Möglichkeiten an, das noch zu verbessern. Jetzt wisst ihr, wie man diesen Klang erstellt, aber wie ist Ben Bird eigentlich damals auf diese genial simple Idee gekommen? Wie er selbst berichtet, war er damals mit seiner Familie gerade wandern, als sie an einem Radiofunkturm vorbeigekommen sind.
Als er dann an eins der Stahlseile, mit denen der Turm befestigt ist, gekommen ist, hat er genau dieses Geräusch gehört. Denn egal ob kleine Metallspirale oder langes Stahlseil an einem Radiofunkturm, das Prinzip ist dasselbe. Auch hier wandern die hohen Frequenzen schneller als die tiefen Frequenzen und dadurch ist dieser Sound geboren worden. Bei den Originalaufnahmen für Star Wars hat er damals tatsächlich hauptsächlich diesen Funkturm verwendet. Bei späteren Filmen, wie zum Beispiel Wall-E, hat er aber dann tatsächlich auf diese Metallspirale zurückgegriffen. Bird hat für seine Arbeit als Sounddesigner immer versucht, möglichst natürliche oder alltägliche Geräusche als Startpunkt für die Geräusche zu verwenden, die er entwickelt hat. Damit wollte er sicherstellen, dass auch ungewöhnliche Geräusche wie Lichtschwerter, intergalaktische Monster oder eben der Blaster dennoch irgendwie vertraut und glaubwürdig klingen. Das ist ihm zweifelsfrei gelungen, denn die ikonischen Sounds, die er für das Star Wars-Universum geschaffen hat, helfen uns als Zuschauerinnen und Zuschauer, in diese Welt komplett abzutauchen. Einen Sinn dafür zu entwickeln, wie diese futuristischen Gegenstände und Wesen sich wohl anfühlen. Aus diesem Grund gilt Bird bis heute als eine Legende des Sounddesigns. Für sein Werk wurde er unter anderem 4-mal mit einem Oscar ausgezeichnet. Und wenn ihr ab heute nochmal einen Star Wars Film seht und dabei einen Blaster feuern hört, dann wisst ihr ab jetzt, wie dieser Sound eigentlich entstanden ist.